So, inzwischen sind wir bei Quantitricks Teil 5 angelangt und der Aufgabentyp, der sich in den Kommentaren mit Abstand am häufigsten gewünscht wurde, sind Mischungs- und Verdünnungsaufgaben. Also zeige ich euch heute super einfache Methoden, mit denen ihr solche Aufgaben ausrechnen könnt. Weil das Video sonst zu lang geworden wäre, ist das Ganze zweigeteilt. In diesem fünften Teil wird es um Mischungsaufgaben gehen und im sechsten Teil dann um Verdünnungsaufgaben. Das sind die beiden Aufgabentypen, um die es heute gehen soll. In der Aufgabe Nummer 1 haben wir eine Zielkonzentration gegeben von 32% Alkohol und sollen herausfinden, wie viele Anteile oder wie viel Liter von den Ausgangslösungen mit 13% bzw. 63% Alkohol benötigt werden, damit man diese Zielkonzentration von 32% erreicht. Und in Aufgabe 2 haben wir die Anteile der Ausgangslösung mit ihrer Konzentration oder in dem Fall mit ihrer Temperatur schon angegeben, aber sollen nun berechnen, welche Temperatur nun in der Mischung aus den beiden Ausgangslösungen vorhanden ist. Same as always, zuerst werde ich euch zu den beiden Aufgabentypen das jeweilige Vorgehen zeigen und im Anschluss gibt es Übungsaufgaben, in denen ihr dann schauen könnt, ob ihr das Vorgehen auch selbst richtig anwenden könnt. Schauen wir uns den ersten Aufgabentyp an. Hier haben wir eine Zielkonzentration von 32% Alkohol gegeben. Gleichzeitig haben wir ein Getränkehahn A, aus dem eine Flüssigkeit kommt mit 13% Alkohol, und ein Getränkehahn B, aus dem eine Flüssigkeit mit 63% Alkohol kommt. Und die Frage ist, wie viel Liter wir von Hahn B benötigen, wenn wir 10 Liter dieses Mischgetränks mit 32% Alkohol benötigen. Also Zielkonz ist 32%. Solche Aufgaben kann man sehr sicher und sehr einfach mit dem Mischungskreuz ausrechnen. Wie stellt man das mit dem Mischungskreuz dar? Mischungskreuz müsst ihr aufpassen, dass ihr euch klar macht, wie man rechnet und wie man abliest. Aber wenn ihr gut aufpasst, dann denke ich, kriegt ihr das hin. Also, wir haben ein Hahn A mit 13% Alkohol und ein Hahn B mit 63% Alkohol. Jetzt müssen wir diagonal die Zielkonzentration von der Ausgangskonzentration abziehen. Also, diagonal, zack, die Ausgangskonzentration sind 13% minus die Zielkonzentration, die sind jetzt 32%. Das gleiche mache ich mit der anderen Ausgangskonzentration. Das sind 63%, wieder diagonal, 63% minus 32%. Jetzt setzen wir Betragsstriche um die jeweilige Gleichung, damit wir vorzeichenneutral arbeiten können. Jetzt können wir es ausrechnen. 63 minus 32 ergibt 31 und 13 minus 32 ergibt eigentlich minus 19, aber da ich die Betragsstriche gesetzt habe, darf dieses Minus einfach wegfallen. So. Jetzt kommt der Part mit dem Ablesen. Was haben wir jetzt berechnet? Jetzt haben wir berechnet, dass wir, wenn wir 19 Liter von Hahn B mischen mit 31 Liter von Hahn A, dann erhalten wir eine Mischung, die 32% Alkohol enthält. Was uns aber auch auffällt, wenn wir 31 Liter mit 19 Liter mischen, erhalten wir 50 Liter in Summe. Das ist natürlich nicht die gesuchte Lösung, weil wir sollen ja nur 10 Liter dieses Mischgetränks herstellen. Was allerdings immer gleich bleibt, ist das Verhältnis. Also wir wissen, von den 50 Litern brauchen wir immer von Hahn A 31 Fünfzigstel und von Hahn B 19 Fünfzigstel. Dieses Verhältnis können wir nun auf alle Volumina anwenden. Wenn wir jetzt zum Beispiel ausrechnen möchten, wie viel ich für 1000 Liter brauche von Hahn Nummer B, dann muss ich rechnen, 1000 Liter mal 19 Fünfzigstel ist gleich, wenn ich rechnen möchte, wie viel ich für 500 Liter brauche, muss ich rechnen, 500 mal 19 Fünfzigstel und so weiter. In unserem Beispiel sollen wir jetzt rechnen mal 10 Liter. Also machen wir das Ganze jetzt. 10 Liter mal
19 Fünfzigstel. Das können wir kürzen. Wir können die 10 wegkürzen mit der 50. Dann steht hier unten noch eine 5. Dann haben wir 19 Fünftel. Wir wissen, dass die 15 durch 5 teilbar ist, also können wir hinschreiben 3, 4 Fünftel. Und 4 Fünftel können wir auf 10 erweitern mit einer 2. Also haben wir stehen 3, 8 Zehntel. Und 3 Achtzehntel ist dasselbe wie 3,8 Liter. Also ist die Lösung in unserer Aufgabe, dass wir für eine 10 Liter Mischung mit 32% Alkohol 3,8 Liter von Hahn B benötigen und demnach 6,2 Liter von Hahn Nummer A. Was noch wesentlich eleganter ist, ist, wenn man sich fragt, mit was muss ich die Gesamtsumme, in dem Fall 50, multiplizieren, dass ich auf 100 komme. In dem Fall ist es recht leicht. Ich weiß, es ist mal 2, weil dann habe ich hier in Summe 100 Anteile. Jetzt muss ich die beiden anderen Anteile, also 19 Liter, natürlich auch mit 2 multiplizieren, dann komme ich auf 38 und 31 mal 2 ergibt 62. So, wenn ich das Ganze jetzt wieder darauf anwende, weiß ich, brauche von Hahn B 38 von 100 Anteilen. Und vielleicht ist euch was aufgefallen, das sind 38%. Das heißt, immer wenn ich es auf 100 aufmultipliziert bekomme, dann entspricht meine Anteilsmenge der Prozentzahl. Egal welches Volumen ich nun herstellen möchte, egal ob das 400 Liter sind, ich weiß, ich muss rechnen, mal 38%, also mal 0,38, oder ob es 1200 Liter sind. Wenn mich die Lösung von, also der Anteil von Hahn B interessiert, muss ich immer rechnen, mal 0,38. In dem Fall hatten wir jetzt 10 Liter mal 0,38 und das ergibt dann 3,8 Liter. So, alright. Nun zum zweiten Aufgabentyp. Hier sind die Anteile jetzt schon gegeben. Ich weiß, ich brauche 2 Liter von 25 Grad warmem Wasser und 0,5 Liter von 60 Grad warmem Wasser. Und die Frage ist, welche Temperatur die Mischung aus den beiden Gewässern haben wird. Jetzt kommt wieder ein Vorgehen, das ihr auf alle von diesen Aufgabentypen anwenden könnt. Als erstes fragen wir uns, aus wie vielen Anteilen insgesamt besteht meine Mischung denn? Also 2 Liter und 0,5 Liter sind in Summe 2,5 Liter. Jetzt frage ich mich, wie viele Anteile von den 60 Grad warmem Wasser, aus wie vielen Anteilen besteht denn davon meine Mischung? Also 0,5 Liter. Wie viele Anteile sind das von den 2,5 Liter Gesamtlösung? Das kann ich jetzt kürzen in Anführungszeichen mit 0,5. Und dann weiß ich, ein Fünftel Anteile sind 60 Grad warmes Wasser. So, demnach sind 4 Fünftel, also 2 von 2,5 Liter, wenn man das ausrechnen möchte, sind 25 Grad warmes Wasser. Jetzt kommt die Formel, die ihr quasi einsetzen könnt. Also ein Fünftel haben wir von 60 Grad heißem Wasser. Und das addieren wir durch die 4 Fünftel Anteile, die aus 25 Grad heißem Wasser bestehen. Das rechnen wir jetzt aus. 1 mal 60, ich schreibe es nochmal um. Das ist natürlich jetzt umständlich, aber einfach, dass ihr das besser nachvollziehen könnt. Was man kürzen kann, und zwar, man kann die 60 kürzen mit der 5. Das ergibt 12. Die 5 fällt weg. Und hier kann man die 5 wegkürzen. 25 durch 5 ergibt 5. Und jetzt rechnen wir 12 plus 4 mal 5 sind 20. Also 12 Grad plus 20 Grad sind 32 Grad. Und damit haben wir unsere Lösung. Wenn wir 2 Liter 25 Grad warmes Wasser mit 0,5 Liter 60 Grad warmem Wasser mischen, erhalten wir eine Mischung, also ein Gewässer mit 2,5 Litern, das 32 Grad heiß ist.
Das sind zwei Übungsaufgaben, die ihr nun rechnen können solltet mit dem, was ihr im ersten Teil gelernt habt. Bei der Aufgabe 1 müsst ihr vielleicht noch ein bisschen um die Ecke denken, aber ich denke auch, das bekommt ihr hin. Also pausiert das Video an der Stelle und gleich kommt dazu die Auflösung. Okay, Aufgabe Nummer 1. Wir haben eine Person, die bei 31 Grad baden möchte. Ziel 31 Grad. Und wir haben einen Hahn A. Aus dem kommt 49 Grad warmes Wasser und ein Hahn B mit 7 Grad warmem Wasser. Jetzt müssen wir diagonal subtrahieren, also 49 minus 31 im Betrag sind 18 und 7 minus 31 im Betrag sind 24. Jetzt habe ich ein Verhältnis, aber hier passe ich auf, also Verhältnis A zu B ist Hahn A, davon brauche ich 24 Anteile, also 24 zu Hahn B und von Hahn B brauche ich 18 Anteile. Das heißt, ich lese horizontal ab. So, 24 zu 18 ist leider nicht angegeben, die Zahlen sind alle wesentlich kleiner, aber das ist kein Problem, denn ich kann ja einfach durch 6 kürzen und dann habe ich das Verhältnis 24 durch 6 sind 4. Und 18 durch 6 sind 3. Und das Verhältnis von 4 zu 3 ist dasselbe wie das Verhältnis 24 zu 18. So, jetzt kann ich aber nicht Lösungsmöglichkeit D ankreuzen. Ich habe eine typische TMS-Falle eingebaut, weil hier ist in der Fragestellung das Verhältnis von Hahn B zu Hahn A gesucht. Hier haben wir aber Hahn A zu Hahn B aufgeschrieben. Das heißt, wir müssen das Ganze noch umdrehen. Hahn B zu Hahn A ist dann das Verhältnis 3 zu 4 und damit B die korrekte Lösung. Die Aufgabe Nummer 2, ein Urlauber auf Malle mischt Bier mit Wein, perfekt. Und die Frage ist, welche Alkoholkonzentration in einer Mischung ist. Was hatte ich als erstes gesagt? Wir müssen erstmal wissen, wie viele Anteile haben wir insgesamt? Also 0,2 Liter und 0,8 Liter sind, Entschuldigung, das habe ich verschrieben. 0,2 Liter und 0,6 Liter, das sind 0,8 Liter. So, diese 0,2 Liter Bier sind von den 0,8 Litern insgesamt, sind es ein Viertel. Also ein Viertel aus der Bier-Wein-Mischung bestehen aus dem 5%igen Bier und demnach bestehen drei Viertel aus dem 12%igen Wein. Jetzt rechne ich, also setze ich das einfach in die Formel ein, die wir vorhin gelernt hatten. Ein Viertel mal 5% plus drei Viertel mal 12%. Jetzt kann ich kürzen. Bei 5 Viertel kann ich das nicht, also einmal 5 ist 5. Dann schreibe ich hier einfach hin 5 Viertel plus. Hier kann ich aber kürzen. Die 12 durch 4 sind 3, also habe ich da noch stehen 3 mal 3, das sind 9. Und dann habe ich 5 Viertel plus 9 und 5 Viertel sind das gleiche wie 1,25, also 1 ein Viertel plus 9. Und das sind 10,25%. Und damit ist die Lösung Antwortmöglichkeit Nummer E 10,25. Das war's zu den Mischungsaufgaben. Zu den Mischungen passen super die Verdünnungsaufgaben, von daher gibt's die im nächsten Teil. Das Video zur Verdünnung ist auch schon so gut wie fertig und muss dann nur noch hochgeladen werden. Ihr wisst, diesen Vorgang könnt ihr mit Kommentaren und einem Däumchen nach oben beschleunigen. Bis dahin, wir sehen uns beim nächsten Teil.